Herzlich willkommen bei Karmananda ganzheitlich. Mein Name ist Günther Karl Hartner und ich bin Arzt für ganzheitliche und ursächliche Medizin, niedergelassen in eigener Praxis seit über 15 Jahren. Und heute möchte ich mal ganz aus dem Stegreif heraus etwas über die Borreliose erzählen, die ich schon seit über 17 Jahren behandle. Damals, vor 15, 16, 17 Jahren, habe ich viel Praxisvertretungen gemacht, unter anderem im Schwarzwald. Also so am Wochenende musste ein Notfallarzt da sein, eine Notfallpraxis. Und da habe ich dann die Vertretungen gemacht, häufig. Und da kamen viele Patienten zu mir in die Praxis mit ihren Infusionslösungen. Und da habe ich gefragt, was haben Sie denn? Ja, ich brauche jetzt meine Infusion alle 2 Tage, eine Antibiotika-Infusion wegen meiner Borreliose. Da habe ich ganz viele Patienten gesehen. Ich habe dann immer gefragt, schon damals, wie geht es denn Ihnen dabei? Vertragen Sie die Infusionen? Haben Sie eine Verbesserung? Ich habe keine wirkliche Verbesserung gesehen. Ich bin dann hellhörig geworden und habe mir Gedanken darüber gemacht und muss sagen, habe dann meinen eigenen Therapieweg gefunden. Das war ein langer Weg. Ich habe mir viele Gedanken gemacht. Ich habe vieles auch ausprobiert. Die naturheilkundlichen Dinge, die ich angewandt habe, das würde jetzt zu weit führen, wenn ich die jetzt alle ausführe. Aber die naturheilkundlichen Dinge, die haben immer geholfen. Ich muss dazu sagen, bei einer akuten Borreliose, die ganz frisch ist, hilft ein Antibiotikum. Doxycyclin zum Beispiel über mindestens 30, wenn nicht besser 40 oder 50 Tage lang gegeben. Das kann man dann alles im Labor nachschauen. Das ist wichtig, dass es immer wirklich im Labor verifiziert wird. Was hat denn der Patient nun wirklich? Ich darf auch hier kurz einfließen lassen, wenn jemand eine Zecke hat, das kommt jetzt ja wieder die Zeckenzeit, dann bitte die Zecke vorsichtig und fachgerecht rausmachen. Da gibt es Zeckenzangen dazu zum Beispiel, dass auch der Kopf rausgeht. Ich habe schon häufig auch Patienten gehabt, die haben die Zecke nicht richtig rausgekriegt, die kamen dann zu mir in die Praxis und da habe ich sie noch mit einem kleinen Skalpell oder einer kleinen Nadel noch den Kopf noch rausgemacht. Das war dann gar nicht so einfach mit einer Lupe und so weiter. Also am besten die Zecke vollständig entfernen und dann die Zecke einwickeln in ein feuchtes Tuch, zum Beispiel ein Tempo, leicht feucht machen, in Plastik einwickeln, in Plastiktütchen, das man so zumachen kann und dann ins Labor schicken. Und dann wird die Zecke auf Borreliose und auf FSME untersucht. Und dann weiß man genau, hat die Zecke denn diese Erkrankung gehabt oder nicht. Dann ist man auf der absolut sicheren Seite. Wenn die Zecke weggeworfen wurde, dann gibt es Tests, die relativ schnell, innerhalb von 5 Tagen, sieht man, ob der Patient eine Borreliose hat oder nicht. Ja, wird es aber schwieriger, weil da muss man auch dann nochmal nachtesten. Weil man sollte nach 3 Wochen nochmals testen und vielleicht nach 6 Wochen nochmals testen. Ich zeige das auch hier gleich nochmals in den Laborwerten hier. Jedenfalls, die Patienten, die Antibiotika bekommen haben bei chronischen Borreliosen, die das schon lange hatten, denen ging es nicht wirklich besser. Und ich habe schon Patienten gesehen, denen ging es richtig schlecht. Und das war meine Erfahrung jetzt, nicht von der Borreliose letzten Endes, sondern von der starken Antibiotikatherapie, die sie bekommen haben. Ich mache immer Komplementärmedizin, sage ich. Ich bin nicht gegen die Schulmedizin. Ich habe auch schon Patienten behandelt. Ich hatte mal einen Patient, der kam aus Hawaii. Der zwar kam aus Deutschland, aber der hat in Hawaii, auf Hawaii gewohnt. Und er kam zu mir in die Praxis und hatte eine Borreliose und hatte Gelenkschmerzen. Und da habe ich gesagt, gut, jetzt machen wir eine Mischung aus dem Protokoll der
üblichen Borreliosebehandlung und aus der Naturheilkunde. Und er hat dann schon sehr starke Antibiotika von mir bekommen. Auch Antimalariamittel gibt man da. Das sind so Protokolle, die man da einhält über viele Wochen hinweg. Zum Teil 2 oder 3 Antibiotika gleichzeitig gegeben und so weiter. Und dem hat es dann doch geholfen, mit der Naturheilkunde, mit der orthomolekularen Medizin noch zusammen. Mit dem habe ich dann immer telefoniert, als er dann in Hawaii war, ne? Und haben gefragt, wie es ihm geht. Der hat die ganzen Medikamente einfach mitgenommen. Ich habe dann allerdings ein paar Jahre später erfahren, dass die Borreliose wieder aufgeflammt ist. Und meines Erachtens nach war das auch so ein Beispiel, wo die Antibiotika-Behandlung diese Bakterien nicht vollständig beseitigt haben und das Immunsystem dadurch auch geschwächt wurde. Und ich erzähle nochmal einen Fall. Ich finde Patientenbeispiele ganz interessant. Vielleicht besser, wie wenn man immer nur die Theorie hier erklärt. Ich nehme mich selber hier. Das ist mein Fall. Den erzähle ich heute mal. Das war also im Herbst 2013. Ich habe mich nicht mehr so wohl gefühlt. Ich war hundemüde und bin nicht mehr richtig auf die Beine gekommen. Habe auch Schulterschmerzen bekommen. Ja, was ist denn das an beiden Schultern? Und ich mache ja schon immer viel Sport und es ging alles nicht mehr richtig. Habe mich dann manchmal hingelegt, schon am frühen Abend, wenn ich von der Arbeit nach Hause gekommen bin, dann bin ich mehr hochgekommen. Und da habe ich mir auch gedacht, gut, jetzt bin ich mal mein eigener Patient und ich mache hier mal ein großes Labor. Und so ein Labor, was ich mir damals dann gemacht habe, das war dann schon, ich kann das auch mal zeigen, hier. Es war dann kein normales Labor, sondern es war ein Labor über 6 Seiten. Ja. Hier. Ich wollte genau wissen, was ich habe. Ich habe ein 6-seitiges Labor gemacht und ich kann jetzt auch meine Kamera gleich mal halten und habe einfach gesagt, ich will jetzt wissen, ob da irgendetwas nicht stimmt bei mir. Ja. Und was kam dann raus? Das zeige ich jetzt mal in die Kamera. Hier, gleich auf der ersten Seite. Das ist ein Borrelien-Eli-Spot. Da sieht man, ob eine aktive Borreliose da ist. Eine akute und aktive Borreliose. Also keine frische, sondern einfach, ob die aktiv ist. Ob die frisch ist, das sieht man dann ist nicht so genau. Der Vorwert war bei, ich habe ja immer mal schon geguckt nach Borrelien bei mir, da war nichts. Das war dann wahrscheinlich 2012 oder 2011, die Vorwerte hier. Und plötzlich habe ich hier so hohe Werte gehabt. Da bin ich dann schon erschrocken. Da haben mich auch die Laborärzte dann angerufen und haben gesagt, um Gottes Willen, Sie müssen da etwas machen, Sie müssen sofort Antibiotika einnehmen, haben die zu mir gesagt. Ich habe da noch ganz viel gemacht. Ich habe meine Cholesterinwerte ganz genau getestet. Ich zeige es einfach mal. Den PSA-Wert. Ich habe mein Immunsystem getestet, wie man hier sieht. Meine regulatorischen Zellen, die T-Helferzellen. Ich habe die Oxidation getestet. Da war überall ist nicht so viel. Ich habe meine Nahrungsmittel und Verträglichkeiten getestet, weil ich dachte, habe ich was am Darm? Meine Histaminintoleranz. Ich habe TNF-Alpha getestet, weil ich dachte, hoffentlich habe ich keine Autoimmunerkrankung oder Ähnliches, was es da so gibt. Ich habe meine ganzen Mineralien getestet. Ich habe meine Oxidation getestet, meine Enzyme, meine Mitochondrien, die Übersäuerung, die ganzen Vitamine und Mineralien habe ich getestet. Alle, wie man sieht. Ich war da wirklich in Sorge um meine Gesundheit. Ja. War aber alles in Ordnung. Schilddrüse, ich habe meine ganzen Hormone getestet. Testosteron, Schilddrüse, Cortisol, DHEA. Ich habe die ganzen Arteriosklerose-Werte getestet, wie man hier sieht.
Und ich habe noch getestet mein Immunsystem in Bezug auch auf Borreliose. So, aber das war das. Das andere war ja alles relativ in Ordnung, aber das war das, was rausgekommen ist. So, und dann bin ich ein bisschen erschrocken und habe dann tatsächlich auch kurz ein bisschen Angst bekommen, weil ich einfach mal auch mal hier das dicke Buch der innere Medizin rausgezogen habe. Ein Arzt ist ja manchmal auch ein bisschen hypochondrisch und habe nochmal die einzelnen Stadien der Borreliose mir durchgelesen, obwohl ich das eigentlich weiß. Und das ist ganz schlecht geworden. Und da habe ich gesagt, jetzt beruhige ich mich mal, weil ich habe so viele Borrelienpatienten schon behandelt, jetzt bin ich mein eigener Patient. Ich habe alle immer beruhigt, wir kriegen das hin. Und wir haben es auch immer hingekriegt. Und dann habe ich die ganzen Register gezogen, die ich so kannte aus der Naturheilkunde und auch meine Patienten mitbehandelt habe. Ich kann das auch mal sagen, was ich gemacht habe. Ich habe mir Thymuspräparate selbst gespritzt, um mein Immunsystem wieder aufzubauen, mit Eigenblut gemischt. Das war eine meiner ersten Ideen für meine Borrelienpatienten. Schon 2006 habe ich das gemacht und das hat funktioniert. Das habe ich bei mir gemacht. Ich habe die Mikronährstoffe nochmals ein bisschen erhöht, wie Vitamin C und so weiter. Auch die Aminosäuren, die da wichtig sind, wie Methionin, Cystein und so weiter. Ich habe eine Photonentherapie gemacht. Ich habe ja ein Photonengerät schon lange. Und habe das Photonengerät dann auch regelmäßig angewandt. Ich habe eine Sauerstofftherapie gemacht mit dem Sauerstoffgerät. Das steht auch hier. Das sieht man es nicht. Ich kann es ja mal zeigen. In die Kamera, wieso nicht? Schwenke ich mal hier ein bisschen. Das ist mein Sauerstoffgerät. Da gibt man intravenösen Sauerstoff. Das habe ich damals auch schon gehabt und das habe ich dann 3 Wochen jeden Tag gemacht. Ich bin dann am Wochenende in die Praxis gefahren, weil ich einfach Angst um meine Gesundheit hatte und habe dann mich nach 3 Wochen schon deutlich besser gefühlt, muss ich sagen. Ich habe Homöopathie eingenommen, ich habe die Borrelia nosode eingenommen, in der LM6 zum Beispiel noch, und habe die Kräuter genommen vom Kollegen Dr. Klingert, die Kräuterheilkunde, und habe gesagt, so, das wird schon wieder werden, aber ich habe kein Antibiotika genommen. Ich habe gesagt, das mache ich nicht, ich probiere das so. Das kann ich immer noch machen, ich kann immer noch ein Antibiotikum einnehmen. So. Und dann ging es mir schon deutlich besser und dann habe ich das natürlich wieder getestet. Und zwar war das hier im Ende Oktober, soviel ich weiß. Das war genau am 31. Oktober und hier ist am 30.01.2014, das sind meine Werte, das zeige ich auch gerne einfach meine Kamera, da sieht man auch das Datum hier. Und dann habe ich das Ganze nochmals getestet und jetzt gucken wir mal, was da rauskommt. Rausgekommen ist, mir ging es dann, wie gesagt, schon besser. Da habe ich dann schon wieder einiges gemacht. Ich habe auch die Mitochondrien und mal die mitochondriale Aktivität getestet. Die war dann auch ganz okay. Nicht ganz zufriedenstellend für mich, aber ganz okay. Ich habe nochmals die ganzen Werte hier, die ganzen Mineralien und Vitamine und nochmals die Hormone getestet und ich habe natürlich nochmals die Borrelien getestet und die sind jetzt hier. Und hier, der Vorwert, den wir gerade eben schon gesehen haben, 49 und 13, also deutlich zu hoch, ist runtergegangen auf 9, immer noch zu hoch, aber deutliche Verbesserung und der untere war sogar im Normbereich. Da war ich natürlich dann sehr, sehr froh. Und habe dann gesagt, gut, dann mache ich mal weiter. Und ich habe dann also mit diesen Therapien dann gemäßigt weitergemacht und habe dann am 14.04., also Mitte April 2014, nochmals gemessen. Das zeige ich jetzt auch noch in die Kamera, dass man einfach mal den Verlauf sieht. Das waren dann nochmal die Nebennierenrindenhormone. Die waren hier im Vorwert auch viel zu hoch. Da war ich ziemlich im Stress. Das kann auch von der Borreliose gekommen sein zusätzlich. Die haben sich dann auch normalisiert. Da war ich dann auch froh.
Und dann habe ich noch natürlich nochmals allerhand getestet hier, weil ich wollte auch nur sicher gehen, weil meine Gesundheit ist mir einiges wert. Und dass man sieht, das sind dann schon große Labore, die ich dann hier immer mache. So mache ich es auch mit meinen Patienten. Und hier war dann der spannende Wert, auf den ich so gewartet habe. Und hier sieht man nichts mehr. Keine Aktivität mehr. So, da war ich natürlich sehr dankbar. Und seither mache ich das alle halbe Jahr und die Werte gingen nie mehr richtig hoch. Das darf ich auch dazu sagen. Ich habe nie mehr hier ein Problem gehabt. Und jetzt bitte, jetzt zum Mitdenken, das erkläre ich jetzt hier noch. Ich zeige es auch gleich nochmal in die Kamera. Wenn ein in der normalen, herkömmlichen Schulmedizin, keine Kritik bitte, werden Antikörper getestet und dann geht man zum Arzt und dann sagt er, jetzt guck mal, ob sie eine Borreliose haben, wir machen die Antikörper oder sind keine, sie haben keine. Antikörper bleiben, die haben ein Gedächtnis. Die Immunglobuline G, die Antikörper, die bleiben oben eine ganze Weile. Na, wenn man eine Viruserkrankung hatte, dann hat man Antikörper gebildet und ist erstmal immun. Oder wenn man eine Impfung bekommen hat, dann bildet man Antikörper und ist erstmal immun. Das ist der Sinn der Impfung. Und wenn man und dann sagt der normale Arzt so, jetzt gucken wir mal, ob Sie Antikörper gegen Borrelien haben. Sie haben welche, Sie hatten oder haben eine Borreliose. Da kann man das auch noch ein bisschen unterscheiden zwischen den Immunglobulinen G und M. Ob es aktiv, ob es akut ist, also frisch oder nicht so frisch, das kann man dann machen. Und wenn man keine Antikörper hat, dann sagt der normale Arzt, Sie haben keine Borreliose. Das sage ich jetzt nochmals. Sie haben keine Borreliose. Und jetzt zeige ich dir mal meine Antikörper hier. Also, ich kann es auch mal erzählen. Hier, Immunglobuline G und M. Die Gs sind über Jahre hinweg oben, wenn eine Borreliose da war. Und ich habe hier mal gar keine. Ja? Und ich wollte es ja ganz genau wissen, ich habe auch einen Westernblot gemacht, das sind auch nochmal die Antikörper, also sind zwei verschiedene Untersuchungen. Ich habe es ganz genau gemacht, ganz genau. Normalerweise werden nur die oben gemacht. Ich habe den Westernblot auch noch gemacht, der ist ein bisschen teurer. Serologisch kein Anhalt auf Borrelieninfektion. Und das sind Langzeitwerte. Also ich habe hier in diesem Labor keine Borreliose. Was natürlich völliger Blödsinn ist, weil man hat gesehen, in dem ELISpot oder auch im Lymphozyten-Transformationstest, im LTT, waren die Borrelien zu sehen. Jahre später, mir war das ja eh schon klar, ich habe das dann immer mit meinen Patienten so gemacht, und das ist mir oft so untergekommen. Die hatten eine Borreliose, obwohl sie keine Antikörper hatten. Viele hatten auch Antikörper, die man gesehen hat, und der ELISpot war hoch oder der LTT war hoch. Und das darf ich jetzt auch noch dazu sagen. Einfach mal zur Diagnostik der Borreliose. Ich habe mal einen ganz tollen Vortrag gehört vor ein paar Jahren in Baden-Baden auf einem Ärztekongress. Der hat mal die Diagnostik der Borreliose einfach erklärt. Und da habe ich gesagt, Gott sei Dank, ich lag nicht falsch. Ich habe immer richtig diagnostiziert und habe den Leuten das Richtige erzählt. Weil das ist auf meiner eigenen Erfahrung gewachsen. Das hat mir niemand erzählt. Das habe ich mir selber dann erarbeitet. Aus der Erfahrung mit meinen Patienten heraus. Und ich habe vernünftig nachgedacht. Und ich habe natürlich im Labor immer wieder nachgefragt. Und ich habe mir natürlich da auch damals immer wieder Hilfestellung geleistet. Weil ich gesagt habe, kann das jetzt nun sein? Kann das denn sein? Ja, was ist denn da los mit dem Patienten? Da habe ich mir Gedanken drüber gemacht. So, eine Borreliose müssen keine Antikörper gebildet werden. Man kann sehr wohl auch eine Borreliose haben, wenn man keine Antikörper findet. Also, wenn du der Meinung bist, du hast eine Borreliose zum Beispiel oder du hast mal so ein Erythema migrans gehabt, so eine Wanderröte oder einen Zeckenstich und du hast diese komischen Gelenkschmerzen oder weiß Gott was, dann muss man schon genauer nachschauen. Ist da was oder ist da nichts? Ganz wichtig. Nicht nur auf die Antikörper verlassen. Das habe ich auch da in diesen
Vorlesungen erfahren dürfen von meinen lieben Kollegen, die da sich auch sehr intensiv mit beschäftigt haben. Und ich habe da auch gehört, dass es Borrelien gibt. Das habe ich auch nicht gewusst. Borreliose-Infektionen, die man überhaupt nicht im Blut erkennt, weil die verstecken sich. Die können sich auf Sehnen und Bänder setzen und da dann verweilen. Und da muss man dann eine Biopsie machen und die dann speziell anfärben. Und unter dem Mikroskop sieht man die dann. Das ist natürlich ein Wahnsinnsaufwand, das macht auch keiner. Aber so weit kann es gehen, dass sich Borrelien so verstecken können. Das ist doch interessant, oder? Also trau, schau wem, hör auf dein Gefühl und wenn du glaubst, du hast eine Borreliose, dann lass es genau untersuchen. Ich habe unzählige Patienten in den letzten 15 Jahren gehabt, die zu mir gekommen sind wegen Borrelien. Viele hatten auch gar keine Borreliose, die hatten nur die Symptome, wie als ob es eine sein könnte. Und ich habe dann gezeigt, die haben gar keine. Das habe ich dann schon auch gekonnt. Ne? Oder manche Patienten waren da und kamen gar nicht wegen der Borreliose, aber sie hatten eine. Da sind die, ja, hoppla, jetzt aber, gell, ja, das behandeln wir die mal. Und dann haben wir die behandelt und dann ist es wieder besser geworden. Also, das ist gar nicht so einfach. Das wollte ich hier jetzt mal zum Ausdruck bringen. Es ist gar kein Video, wo ich jetzt zeige, wie man eine Borreliose behandelt und was man da machen soll. Das mache ich noch. Ich bringe noch Videos, wie man die gut behandeln kann. Ich bringe auch noch Videos, wie man richtig diagnostiziert und was man machen kann. Das ist einfach mal ein bisschen hier zum Nachdenken und aus meiner eigenen Erfahrung heraus, dass es alles gar nicht so einfach ist und dass man doch ein bisschen nachdenken darf und auch sollte. Ja? Es gibt auch noch Co-Infektionen, die da mitspielen können. Da gibt es parasitäre Co-Infektionen, da gibt es virale Co-Infektionen bei Borrelien. Da können die Herpesviren eine ganz große Rolle spielen, weil die Borrelien triggern die Herpesviren. Die Zecken können auch noch andere Infektionen übertragen, wie Rickettsien oder Barbesien oder ähnliches. Da muss man dann auch schauen. Kann man alles auch im Labor nachweisen. Und ich mache das auch häufig über die kinesiologische Austestung, und die ich ja vom Dietrich Klingert gelernt habe. Und er hat es ja auch in Studien gezeigt, dass die zu 94% mit dem Labor übereinstimmt. Und das exakt, das ist auch meine Erfahrung in Hunderten und Tausenden von kinesiologischen Austestungen. Und mit den Borrelien lag ich immer 1:1. Austestung gleich Laborergebnis, ganz klar. Also das mache ich auch noch, aber ich habe es immer verifiziert im Labor. Ich habe mich nicht nur auf die Kinesiologie verlassen. Ja. Und das ist dann schon ein Aufwand. Von Borreliose-Patienten, wenn er zu mir in die Praxis kommt, oder mit Verdacht auf Borreliose, da brauche ich aber locker 1,5 Stunden erstmal. Ne? Mit allem drum und dran. Und dann auch noch einen Therapieplan aufstellen. Das ist also auch nicht so ohne. Gut, das war's mal für heute. Und bleib gesund, achte auf deine Gesundheit und denk bitte selbst nach und bilde dich weiter. Die Gesundheit ist dein höchstes Gut. Bis dann, ciao.